gesehen. Für Gomez. Ja, hört auf, alle für Gomez zu sagen. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ich halte mich da lieber raus. Für Gomez. Ich halte mich da lieber raus. Kann schon sein. Wir sehen uns. Pass gut. Erstmal schon mal. Als ob ich dem jetzt die 10 Erz zahle. War doch klar, dass das Ärger gibt. Kann ich jetzt manche Kisten aufmachen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe Leier. Das ist die Sache. Ich bin halt jetzt mehr so, momentan mehr so Strength-based. Wobei ich würde bis 50 gehen wollen. Bis 50 ist akzeptabel, würde ich sagen. Und dann weiß ich noch nicht. Ach nee, ich wollte noch zu Ding gehen. Ah, im zweiten Kapitel muss ich die Musik ausmachen. Man darf auch nicht alles glauben. Eben gar nichts dazu. Ich geh mal zu Dexter. Zu Dexter. Zum Dexter. Ja. Halt's Maul. Töte den Dude irgendwann mal. Lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Absolut. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ich höre hast du eine... Nun, ich bin sicher... Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, okay. Ich höre nicht mehr auf... Der noch zeig mir das. Low-Pro-Rüstungen. Ah ja, wir sind ja da noch gar nicht im zweiten Kapitel. Natürlich haben die noch keine neuen noch nicht mehr. Was ist Sumpfkraut? Na hier, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ja, Aufnahme. Zeug. Lurker am Damm. Wie das denen alles egal ist, wenn ich in deren Hütten penne. Ich halte mich da lieber raus. Recht geträumt. Erstmal abwarten. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Lustig wär's, wenn Mut dann halt auch so war. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird, Idiot. Im Lager aufgenommen werden würde. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn ich den Schatten jetzt umhaue, werde ich dann angegriffen. Oh nein, mein Spielschutz muss ab. Das sind immer so Sachen. Letzte Scheiß. Für Gomez. Für Gomez. Ich halte mich da. Ja. Ich glaube, wenn ich die Zeiten einfach ändere. Wobei ich glaube nicht, dass 18:15. Was ich gesagt, jemals gesagt habe, dass wir da ins Fitness gehen. Oh, Reiterbogen, nice. Ich dachte, das wäre schon lieber die große Frage, wann gehen wir ins Fitness? Um 18:15, das hört sich irgendwie nicht nach einer Zeit an, die ich appreciaten kann. Hört sich nicht nach mir an. Niemals sagen, yo, lass uns um 18:15 hingehen. Wenn dann immer nur 30 oder so. Oder 40 oder sonst so, aber 18:15. Nee. Hey, ich könnte jetzt die Wölfe fighten. Oh, da ist noch der Schattenläufer. Hey, da ist ein Scavenger. Lonely Scavenger.
Yeah. Immer noch 8. Ich habe nochmal ein Update bekommen für die Edition, aber bei es war ja eigentlich 1.1.1. Aber man, naja. Die Wege mal abzulaufen ist auch immer so wack. Bin froh, wenn ich das bald nicht mehr muss. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer mit... Kapitel 2. Das Nest der Minecrawler. Yeah. Emmet. Immer wieder dieselbe Leier. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Neues Kapitel, neue Waffen, habe ich gehört. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Neue Viecher, die ich töten kann. Lass uns lieber über was anderes reden, wenn es Ärger gibt. Lass uns lieber über was anderes reden. In der Geschichte muss doch was dran sein. Als erstes gehen wir zur Schmiede und zu dem einen Dude da hinten. Mal gucken, ob ich da ein paar coole Sachen kaufen kann. Wahrscheinlich hast du recht. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich möchte Also was ich cool finde, ist der Steinhautring und der Ring der Erzhaut. Das ist Geschwindigkeit. Tun für was? Mana-Tränke. Okay, interessant. Ich bin kein Alchemist. Ja, Mann, lass uns lieber über was anderes reden. Schürfelklamotten. Ziehe ich an, wenn ich sie brauche.
Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich halte mich da lieber raus. In seiner Haut will ich... Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Aber behalt's für dich. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Das aber... Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Oh, Stahlzunge. Morgenstern. Einbrecher. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Hört sich nach einer Waffe an, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich hör, aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. War nicht besonders schlau. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Man muss eben aufpassen, was man macht. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oh. Das passiert mir nicht nochmal. Ich halte mich da lieber raus. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Und einen Pfeil. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, war ein Versuch wert. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der Quatsch wird. Ja, wahrscheinlich. Gar nichts dazu. Aber behalt's für dich. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stehen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Dafür brauche ich den Schlüssel. Gequatscht wird viel. War doch klar, dass das Ärger gibt. War nicht besonders scharf. Hey du! Was will? Wenn du meinst. Wir sehen uns. Nee! Mach Platz! Also ich guck mal, dass ich Geschicklichkeit irgendwie auf etwa auf 15 krieg. Und dann guck ich mal weiter. Ach klar, dass es Ärger gibt. Ich höre nicht mehr, was gefasst. Verlass dich auf jemanden, was in der Stadt ist. Was man rumerzählt. Ach klar, dass es Ärger gibt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Berges. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst ich ihn passieren. Auch. Manche lernen eben gar nichts dazu. Chani. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Nice. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Das Fort Fokus, habe ich gehört.
Ja. Wir müssen ein Auto finden. Denn nur mit ihm sind wir schnell genug, um Kontakt mit dem Schläferhaus aufnehmen zu können. Würde sogar Sinn machen. Immer wieder dieselbe Leier. Ah, wir brauchen ihn. Er hat 80 PS. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Aber ich glaube, so ein Focus hat, glaube ich, mal mehr als 80 PS. Vielleicht 90. Hier bin ich mir nicht. Okay, wenn der... Gut, es kommt drauf an, was für ein Fokus es ist. Wenn es so ein alter ist, ich glaube, die haben 80 PS so. 80, 90 im Schnitt. Du meinst? Wenn so ein alter Ford Ka schon 70 hat, wobei alt, naja. Der hat ja auch mal einen. Aber der war Baujahr 2008. Der hat 70 PS. So alt war der jetzt aber auch nicht. Waren 10 Jahre zu dem Zeitpunkt, als ich den gekauft habe. 2018. Mei, war das nicht, oder? Nee, ich glaube, den habe ich schon früher gekauft gehabt. Oder? Da musste ich nochmal wissen, wann ich meinen Führerschein gemacht habe. Damit. Weiß ich nicht, ob das. Nee, wobei ich weiß schon seit 3 Jahren. Müsste das. Ja, doch, das war 2017 sogar. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich mir die neue Rüstung kaufen soll. Und nachdem ich jetzt doch alle Items irgendwie weggeballert habe, für die Ringe, mit denen ich handeln kann, ist so die Sache. Muss die Wölfe töten, habe ich wieder ein paar mehr Items zum Handeln. Ich hätte das Blutfliegenbuch vielleicht auch kaufen sollen. Dann hätte ich die Blutfliegen ausnehmen können, aber... Jetzt ist es schon zu spät. Ich frage mich wahrscheinlich, wo ich eigentlich hinlaufe. Ich laufe zum Fokus, ich weiß, wo der steht. Da steht wirklich so ein Auto, glaubt mir. Selbst wenn ich dafür meine Bearbeitungskünste benutze und so ein Bild reinmache. Die Suche nach dem Fokus und dann auf dem Thumbnail mache extra so ein Bild davon und auf dem Thumbnail so Auto. Mich würde interessieren, ob hier jetzt eigentlich auch wieder neue Monster gespawnt sind. Ich hoffe es doch mal. Weil pro Kapitel spawnen immer wieder neue Monster nach. Ich weiß ja nicht, ob das in diesem Teil der Welt auch passiert, in dem ich jetzt bin. Weil die Welt kommt mir doch ein bisschen leer vor. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die da was geändert haben. Wäre schon wack, wenn schon. Orkunde könnte ich jetzt auch mal bekämpfen eigentlich. Ich habe eine Rüstung. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! War die nicht besser? Shit, sie war schlechter. Hat wohl jemand zu viel geraucht.
und er hat ein bisschen Reis dabei gehabt. Ich glaube, der Reis hat seinen Verstand vernebelt. Aber ich glaube, ich hole mir die bessere Rüstung. 40 Damage. Also 15 Damage weniger. Schon pretty sick. Ich sag jetzt nur, ich kann Diego nicht verprügeln. Aber ich könnte noch im alten Lager ein paar Leute verprügeln. Und die reicht mir halt auch für einige Kämpfe. Also. Bis jetzt kam ich mit den Gratis-Rüstungen noch so durch, aber. Ich werde auch Aiden jetzt verprügeln. In dem würde ich dann auch weniger Schaden bekommen. Ah, da ist mein Wolf. Mache ich die Wölfe noch schnell? Und dann mache ich meinen Cut. So. Habe ich meine Nemesis-Gegner, sprich meine Erzfeinde auch besiegt. Also gut, dann mache ich jetzt einen Cut und dann bis Peter.